Währenddessen, also vorher, gucke ich mich mal hier noch zu Ende um. So. Ja, hier gibt's ja auch was. Eine Perle. Jo. Ja, der Typ sieht wirklich aus wie Susanno. Schon ziemlich unglaublich. Da komme ich nicht hoch, weil die Pflanzenranke fehlt. Ich würde aber gern wissen, wo ich den Baum übersehen habe. Ach, den da. Das war immer noch nicht der letzte Baum, okay. Ja, theoretisch müsste es ja wieder so sein, wenn ich alle Bäume hier grün mache. Oh, nebenbei, da habe ich doch gerade was gesehen. Schau wieder die zwei. Das ist unser kleiner Sprössling. Wir kümmern uns um ihn. Er wird sehr groß werden und als Haus wird er eine Schutzgottheit über die ganzen Nippon wacht. Schwester, dieser Hund da hat etwas Seltsames auf seinem Rücken. Ach genau, wow, was für eine schöne Bemalung. Hä? Ihr wollt mir sagen, ihr könnt die wahre Form von diesem Faker hier sehen? Lebst du hier irgendwo in der Nähe, Wolf? Wir haben uns dazu entschieden, einen Wächterbaum in Nippon zu pflanzen. Also sind wir zu einer Reise mit diesem Sprössling des Konohana-Baums aufgebrochen. Der Konohana-Baum wurde dort, wo wir herkommen, als heiliger Wächter verehrt. Wo immer er auch wächst, wächst er auch das Glück. Und wir hatten gehört, dass Nippon ein trauriger Platz sei. Deshalb, es würde mich glücklich machen, wenn unser Konohana-Baum wenigstens ein kleines bisschen helfen würde, das zu ändern. Und die Luft in diesem Ort ist so sauber und rein. Ich bin mir sicher, er wird zu einem schönen großen Baum heranwachsen. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn wir hier so durchlaufen? Nix. Nur wenn wir hier durchlaufen. Aber wann bist du eigentlich überhaupt ins Dorf Kamiki gekommen? Ja, das ist auf jeden Fall Sakuya. In Miniform. So, die Bäume sind grün. Was ist mit dir? Hast du was Neues zu sagen? Mist, ich kann hier nicht schnell abkürzen, oder? Doch, ich kann abkürzen. Tja, ich habe alle Bäume hier vergrünt. Dann ist es halt so. Ich bin der Größte. Hä, der Alte hat sich kein bisschen verändert. Oh, Nami, lass uns murmeln, murmeln. Nami, sag mir nicht, dass dieser Holzkopf Kushi betrügt. Ja. Wie kann der Kushi das nur antun? Ami, los, verpass ihm eine. Was zur Hölle? Hä? Ah, ich habe geschlafen wie ein Murmeltier.
Ich muss eingenickt sein, während ich trainiert habe, um diesen bösen Shiranui zu besiegen. Hm, wer bist du? Was willst du von mir? Ich bin Nagi, der größte Krieger aller Zeiten. Warte mal. Du bist Shiranui. Du träumst doch immer, oder? Was, Alter? Ich meine, der größte Krieger aller Zeiten, hör doch auf. Du hast diesmal ein kleines, erbsengroßes Monster mitgebracht. Oh, und jetzt habe ich dich, Shiranui, du Monster. Monster? Komm schon, Alter, wach auf. Du musst immer noch träumen. Und was soll diese Shiranui-Geschichte? Bist du immer noch von der Vergangenheit besessen? Die Vergangenheit? Hör auf, Blödsinn zu reden. Sieh dir den Mond an. Heute ist die Nacht, in der er seine volle Größe erreicht. Er kennzeichnet den Tag, an dem Orochi sein Menschenopfer verlangt. Orochi? Warte mal eine Sekunde. Was geht hier verdammt nochmal vor sich? Diese unheimliche Luft, dieser blöde Orochi muss wieder da sein. Wie ist das möglich? Hm, es ist zu spät, um uns Schuld vorzutäuschen, Shiranui. Wir wissen, dass du jedes Jahr kommst, um Orochis Menschenopfer zu beobachten. Aber diesmal werden die Dinge anders laufen. Ich, Nagi, werde deiner teuflischen Arbeit ein Ende selber bereiten. Orochi, Nagi, nein, das kann nicht sein. Stimmt's, Ami? Ich meine, das Geistertor kann uns unmöglich ins Dorf Kamiki 100 Jahre in der Vergangenheit geschickt haben, oder? Scheinbar doch, und scheinbar kämpfen wir jetzt gegen Susanoo auf Steroide, aka Nagi. Komm, Nagi, hier. Wow, er ist doch nicht so schlecht, wie er aussieht. Oh oh, du hast ihn bewusstlos geschlagen. Ich frag mich, was hier los ist. Ich meine, er nennt sich selbst Nagi. Ich dachte, er wäre Susanoo. Aber er sieht genauso aus wie die Statue von Nagi im Dorf. Hm. Diese Schwingungen im Dorf und die Reaktion der Dorfbewohner. Und jetzt dieser Vollmond. Jetzt bin ich sicher. Wir sind wirklich im Dorf Kamiki von vor 100 Jahren. Ich verstehe jetzt. Alle haben gedacht, Shiranui käme ins Dorf, um das Opfer für das nächste Fest auszusuchen. Sie dachten, Shiranui wäre Orochis Vertrauter oder sowas. Deshalb hat er dich Shiranui genannt und wollte mit dir kämpfen. Hey, warte mal eine Sekunde. Wo ist denn dann die echte Shiranui? Oh oh, ich bekomme da ein ganz schlechtes Gefühl. Wegen dieser Sache, ich hoffe nur, unsere Ankunft hier hat die Geschichte nicht total ins Chaos gestürzt. Hm? Sieh nur, die Dorfbewohner haben sich alle vor seinem Haus versammelt. Nagi, bitte komm heraus, wir brauchen deine Hilfe. Shiranui treibt sich wieder im Dorf herum. Er sucht das nächste Opfer für Orochi aus. Heute Nacht wird Vollmond sein. Und der verfluchte Orochi?
Schießt einen Superpfeil ab. Der verfluchte weißgefiederte Pfeil hat das Haus der auserwählten Jungfrau markiert. Das wird die 100. Jungfrau, seitdem dieses schreckliche Ritual begann. Muss also doch schon wieder eine solche Tragödie ertragen? Arme Nami, allein die Vorstellung, dass wir dich zu dieser Bestie schicken müssen. Ich glaube an dich, Nagi. Du hast lange und hart trainiert, um den verfluchten Orochi zu besiegen. Ich werde meinen Glauben nicht verlieren. Ich habe keine Angst, zu Orochi in die Mondhöhle zu gehen. Ich weiß, du wirst dem Ganzen ein Ende bereiten. Ich werde mir jetzt die weiße Opferrobe anziehen gehen. Bitte geht alle in eure Häuser und versteckt euch. Es ist nicht sicher hier draußen. Jo, 30.000, 60.000 Yen sogar. Bah, dieser Orochi. Ich habe genug von ihm und seinen Posen. Hey, warte. Vielleicht war es ja keine so gute Idee, Nagi einfach bewusst loszuschlagen. Ich meine, was ist mit der Legende? Du weißt doch, die Legende sagt, Nagi verkleidete sich als die Jungfrau, die geopfert werden sollte, und erschlug den verfluchten Orochi. Aber wie soll das tun, wenn er hier bewusstlos rumliegt? Das wird die Geschichte ändern. Was sollen wir tun? Wir werden später nach Lika gucken müssen. Wir müssen uns schnell um etwas ausdenken. Und ich schätze, wir sollten sicherstellen, dass die Dinge so laufen wie in der Legende. Das bedeutet, wir müssen Nagi wie ein Mädchen verkleiden, und jetzt wo sollen wir beginnen? Ah, ich weiß. Nami sagte, sie würde die weiße Opferrobe anziehen. Wir müssen diese Runde besorgen und Nagi wieder reinkriegen und ihn dann rüber zu Orochi bringen. Das sollte mehr oder weniger die Legende erfüllen. Zumindest hoffe ich das. Auf jeden Fall sollten wir uns lieber beeilen, bevor Nami verschwindet. Lass uns gehen und die weiße Robe besorgen. Okay, Wasser weckt ihn leider schon mal nicht auf. Warte mal eine Sekunde. Sieh dir das an, Ami. Da ist Nami. Sie nimmt ein Bad im See. Guck mal, die weiße Opferrobe liegt da. Wir können sie nehmen. Hey, was ist das für ein seltsames grünes Sake fast? Könnte das der... Ja, ey, Purification Sake sein. Was für ein Name. Leib unten, Faktor. Nami scheint sie erst zu reinigen, bevor sie die Robe anzieht. Ganz schön dumm von ihr, wenn man bedenkt, dass Orochi sie auffressen will. Ich wette, es ist ihre Ergebenheit, die den legendären Eight Purification Sage erschaffen hat. Wenn ich doch nur einen besseren Blick auf sie werfen könnte, ich. Hehehe. Egal, das ist unsere große Chance, Ami. Jetzt schnappt ihr schon die weiße Opferrobe, solange sie badet. Bist du bereit? Ja, ja. Hilfe, bitte helft mir. Shiranui treibt sich hier schon wieder rum. Was soll, war denn das, Torokov? Du musst vorsichtiger sein. Du musst dich langsam und leise ansteigen. Dann, wenn du nah genug bist, schnapp dir die Robe mit B. Ach, mit B kann ich schleichen. Okay. Dumm, die dumm, die dumm. Doi, 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 dumm. Ups, das wollte ich nicht. Was auch immer das jetzt für ein Text war, ich habe ihn aus Versehen schnell weggeklickt, weil ich rechte Maustaste gedrückt gehalten habe. Okay, wir haben die Robe. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, den Alten hier reinzustecken. Hä, sieht er nicht hübsch aus? Jetzt kann Nagi vorgeben, die Jungfrau zu sein. die geopfert werden soll. Das soll genau sein, wie die Legende besagt. Stimmt's, Ami? Nicht schlecht, wenn ich das selber mal so sagen darf. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen ihn rüber zum Mond hinbringen, bevor er aufwacht. Schließlich ist er jetzt für seine Verabredung mit dem Schicksal fein gemacht. Geben wir uns erstmal ein Save. Danke. Was ist denn mit dir los?
War, er ist wieder da. Guck mal, ich werde dir alles verkaufen, was du möchtest. Bitte verschone mich. Wovor hast du Angst? Wir sind zahlende Kunden. Nein. Gerade nicht einkaufen. Weil wir sind arschlahm mit dem schweren Typen auf dem Rücken. Ah, das Shinzo-Feld. Das ist also das Shinzo-Feld vor 100 Jahren. Hey, du hast schon mal jemanden Tokyopark zum Motel gebracht, aber es ist immer was, diese Kushi-Braut. Der Anblick und nicht zu erwähnen, der Geruch waren da um einiges besser. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Zurück in die Vergangenheit-Geschichte gefällt. Oh, Bäume. Was gibt's denn jetzt eigentlich hier auf dem Shinzo-Feld? Außer einem Gegner? Wer hat dich eingeladen? Oder besser gesagt, euch. Und ich vergesse immer, auf sie drauf zu pinkeln. Ja gut, das Shinzo-Feld hier ist recht eng. Betagt, aber es gibt ein bisschen was zu erkunden. Raus komme ich nicht, oh, auch nicht ohne irgendeinen Kommentar von Isun, dass wir da nicht lang sollten. Ich muss dir doch sagen, der Fleck hier sieht ein bisschen verdächtig aus. Vor allem mit dem Tor. Der Silbertaschenuhr. Diese winzige Zeilenanzeige zeigt die Zeit an. Mhm. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Felsen in die, wegkriege. Bomben klappen nicht. Oh. Au. Okay, die fliegt da ab, kann ich zerschneiden. Und hier gibt es auch noch ein Secret. Die Kotani-Töpferei, mal wieder. Ja gut, da wir jetzt eh am Zeitlimit sind und ich hier noch ein bisschen nachher rumschnitzeln möchte, bevor ich dann ihn hier bei Orochi abliefer, unsere neue, treue, junge, bärtige Jungfrau, werde ich ein Safe machen gehen. So. Also, dann sehen wir uns gleich wieder.